Es ist nur hier dieser Vibe von Leblosigkeit. Okay, wir haben reserviert. Wir haben reserviert? London. London lebt. Ihr habt es geschafft. Ich habe keinen Plan, wie wir wirklich hergekommen sind. Man hätte eigentlich ehrlich eine Unterkunft buchen können, aber ich dachte mir, egal, ich mach durch. Mal sehen, wie ich morgen zu dieser Aussage stehe. Weil ich bin echt ein bisschen tot. So, und das ist jetzt 0.43 Uhr Ortszeit. Wir sind gerade in einem Bus Richtung Oxford Street. Und ja, 0.43 Uhr Ortszeit. Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 17 Stunden, bis wir den Flieger zurück nach Hamburg nehmen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, die ganze Nacht wach zu bleiben, aber wir müssen das jetzt durchstehen. Deswegen, wir fahren jetzt Richtung Innenstadt und hoffentlich schauen wir, finden wir da einen Energy Drink, weil ich bin tot. Hä? Ich muss es den Youngins zeigen. So sieht's aus, Digga. Ich muss es den Youngins zeigen. Und Mitternacht haben wir doch noch einen Laden gefunden, der offen gehabt hat. Dementsprechend ist das so, als würde ich jetzt in irgendeinem Game ein Video schauen, um weiterzumachen. Ich trinke jetzt einfach irgendein Energy. Und Digga, dieses Zeug knallt. Dieses Zeug knallt unnormal. Härter ist der Gürtel von meinem Vater. Scheiße, ich kann diese Zoom-Funktion. Ich kann, glaube ich, nicht zoomen. Verdammt, Digga, das wäre sonst lustiger gewesen. Aber ja. Wenn das seine Wirkung erzielt, dann bin ich auf jeden Fall bis, dann sind wir jetzt bis wahrscheinlich so 7, 8 Uhr wach. Das ist jetzt so fast 1 oder um 1. Und dann um 12, 13 Uhr trinken wir noch einen Energy und dann sind wir auf jeden Fall bis abends in Hamburg wach. Ich sag doch, der Energy wird bestimmen, was wir heute machen und er macht bis jetzt sein Ding. Was sind gerade diese... Das sind gerade diese Dinger um Mitternacht. Wir gehen hier spazieren, Oxford Street. Bro, ich bin so zerstört. Ich glaube, mein Körper ist jetzt seit 30, 40 Stunden durchgehend wach. Wir haben ja den Tag, bevor wir nach London aufgebrochen sind, haben wir auch nicht gepennt. Ich bin unnormal zerstört. Jedes Mal so alle 20 Minuten kommt eine Phase, wo ich einknacken will und ich kämpfe dann dagegen an und dann bin ich wieder so für eine Stunde wach. Der Energy zeigt ein bisschen Wirkung, aber die Müdigkeit ist da, Bro. Und wir haben jetzt noch gute... Ich weiß nicht, wie viele Stunden, 60 Stunden, 15, 14 Stunden. Das könnte hart werden. Also es ist jetzt Mitternacht, Digga. Und ich habe Stage einfach nur kalt erreicht. Mir ist unnormal kalt, ich friere. Dementsprechend habe ich den guten Bray Ahmed darum gebeten, mir einmal seinen Rolli noch zu geben, damit ich ihn drüber ziehen kann. Das lässt mich einfach breiter aussehen, als ich wirklich bin. Aber die ganzen Energies haben einfach dafür gesorgt, dass ich richtig lange wach geblieben bin und dementsprechend einfach in diesem Stadion bin, wo ich nur noch Schrott laber. Eigentlich war hier gerade so ein Typ, den ich fertig machen wollte wegen seinem Outfit, aber er ist weggegangen. Das ist gut für ihn. Wir haben den nächsten wunderschönen Morgen erreicht und ich fühle mich absolut zerstört. Selbst die Sonnenbrille kann die Augenringe nicht mehr verdecken. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wann ich dachte, das wäre schlau, einfach durchzumachen. Jetzt sind wir gleich bei Harrods. Ich will mir wahrscheinlich ein Parfüm kaufen. Aber ich habe noch 20 Minuten oder so Zeit, deswegen werde ich jetzt ein Powernap machen, weil sonst sterbe ich. Genau. Also werde ich gleich reingehen. Ich hatte echt schon schlauere Moves als sowas hier. Ich habe das wahrscheinlich schon 10.000 Mal gesagt, aber diesmal ist es wirklich so. Ich höre auf, Parfüms zu kaufen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und ich gehe so weit, ich habe in meiner Collection zu Hause, lass mich lügen, ich glaube 14 oder 15 Parfüms. Ich habe gesagt, ich werde, ich
werde sogar welche davon verkaufen, sodass ich nur noch so bei, ich glaube, so 12 Parfüms bin oder 10. Parfüm Game, das Problem ist, man fängt an, Abstriche zu machen. Du nimmst ein Parfüm, es gefällt dir nicht so, aber egal, ich kaufe es trotzdem. Und das ist das Problem, irgendwann, du kaufst immer weiter, weil eine Kleinigkeit dir gefällt. Und ich habe gemerkt, ich will nur diese 10 von 10 Parfüms haben, diese Banger. Und eigentlich ist dann die Auswahl sehr begrenzt. Vielleicht mag man so seine 6, 7, 8, 9, 10 Parfüms, aber nicht seine 30, 40 Dinge. Deswegen, ich habe mir jetzt ganz easy einen letzten von Fragrance du Bois geholt und dann ist das Thema doch durch. Inshallah. Das Thema nervt, reicht. Zu viel. Da hinten ist Chinatown noch smooth. So, jetzt kurz vor dem, was heißt kurz vor der Abreise, aber so einige Zeit jetzt bevor wir durchziehen, muss ich mir noch mal einen Corn Dog genehmigen. Das heißt, es soll hier so einen stabilen Laden geben, den haben wir uns rausgesucht. Wie gesagt, nach dem Kimchi, das wieder ein bisschen so geklärt hat, dass ich ein bisschen wieder mich verlassen kann auf englisches Essen. Hoffe ich, dass ein Hotdog kannst du nicht verkacken, weißt du, ich meine? Okay, ich habe schon ein hart Auge gerade gemacht, aber. Ich habe schon ein hart Auge gemacht, aber. Tamam. Nur wegen den Dings gekommen. Guys, ich habe gearbeitet mit 2 Corn Dogs. Der eine ist mit Potatoes und Cheese. Der andere ist mit Käse und Käsesoße und. Na was. Ihr seht, ich bin nicht so der Food-Blogger, aber ich brauche Content, deswegen probier das jetzt. Ich muss sagen, es ist lecker. Es ist lecker, es ist solide. Aber schmeckt ungesund. Das schmeckt so brutal ungesund. So brutal ungesund. Geschmack ist sehr, sehr empfindlich, ehrlich. Geschmack ist sehr lecker. Gesundheitstechnisch würde ich vielleicht einmal alle 5 Jahre machen. So ein Ding ist das. Wenn ich check, was meine. Ich will nicht mal versuchen, das richtig auszusprechen, aber das hier ist ein Small Duck Bookie. Dazu noch ein gekochtes Ei und 3 Kimari Pieces. Bismillah, probieren das jetzt mal, ja. Das so ein Ding, es muss nicht sein. Es muss nicht sein einfach. Das muss nicht sein. Weil, ich sag, nee, muss man nicht machen. Schmeckt auch nicht so eklig jetzt, aber. Kennt ihr, es gibt Erfahrungen, die muss man aber nicht machen. Wollen wir nicht machen. Habe ich mich gefragt, warum ist es jetzt eigentlich so, dass alle Leute sich gegenseitig nicht angucken? Ich meine, Tomam ist ja netter Beigeschmack, aber ich will nur wissen, warum. Steht in der Bahn so ein Schild? Staring is harassment. Ach was, die Leute haben Angst, sich anzugucken, ich check. Nice. So ein Dystopia-Outfit. Und dann das andere. Diese, ich muss auch sagen, vielleicht fand ich das Essen noch ekliger, weil für eine Frau hat jeden, ihr kennt doch die Leute, die jeden Wort, zweites Wort sagen, like, I want to go home, but like, my parents weren't there, so like, I had to go and get the keys, but like, I got the wrong ones, like. Oder. Das ist so. Ich keine Ahnung, was das deutsche Äquivalent dafür ist, aber.
Bro, muss nicht sein sowas. Hier sind wir dann im ultimativen NPC-Stage. Wir haben hier einfach Leute, die einem Vorhang gerade dabei zuschauen, wie er zugeht auf einer Leinwand. Yeah! Lombards. Da ist ja noch der. Also, wenn ich jetzt mein Fazit zu London machen kann, soll, muss, ich sag euch ehrlich, das ist eine schöne Stadt, aber ich bin mehr so dieser Geschichtstyp. Ich will so eine Sache wie Kolosseum sehen. Sagt ihr irgendwo eine Historie aufweisen? Das ist alles so corporate, viel Wolkenkratzer, Rooftop, diese Dinger. Aber ist auch nice, ist auch nice. Kann man sich geben. Mal so an einem Wochenende, ich sag euch ehrlich, was gut war oder gut gewesen wäre damals. Ich war ja vor 2 Jahren, falls ein paar von euch noch die alten Clips kennen, wo ich auch in England war, als ich auch in England war. Da habe ich eigentlich auch schon fast alles gemacht, was ich wollte. Diesmal haben wir es so gemacht, dass wir einfach wirklich durchgeplant haben, was wir in diesen Tagen machen. Und wir haben alles perfekt hinbekommen. Perfekt hinbekommen. Von daher würde ich euch das auch empfehlen. Falls ihr sagt, okay, ich will mal nach London, macht wirklich eine intensive Tour. Planung. Eine intensive Tourplanung, wo ihr sagt, ich möchte die und die Restaurants besuchen. Und ich möchte die und die Spots besuchen. Das hier ist zum Beispiel jetzt Rooftop. Kann man komplett kostenlos besuchen. Sehr, sehr stabil. Aber mit Freunden bockt das mehr. Also ich war jetzt Alhamdulillah mit einem Bruder. Deswegen war das nice. Allein diese Sachen sich so anzugucken, wäre glaube ich ein bisschen trocken so. Kann man auch machen, aber I don't know. Ich wollte euch nur ein paar Meinungen, Tipps gegeben haben und dann easy. The church? Also wir haben eigentlich alles hinbekommen, was wir machen wollten. Ich habe mir ein sehr, sehr, sehr cleanes neues Parfüm gegönnt. Ich habe außerdem, waren der Bruder und ich, sehr viele schöne Spots essen. Ich habe wieder ein bisschen Hoffnung auf London, weil London hat am Anfang nicht so cleane Foodspots gehabt in meiner Erinnerung, aber jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich gebe London noch eine Chance. Man muss nur die Einheimischen fragen, dann weiß man, wo man richtig gut essen kann. Und ja, kleidungstechnisch, ich habe mir ein paar neue Teile gegönnt, die habt ihr auch im Vlog gesehen. Ich weiß nicht, ich fliege jetzt demnächst nach Ghana, das werde ich für euch auch aufnehmen. Lustig, dass ich immer alle 2 Jahre mal fliege und dann direkt doppelt. Ihr wisst, was das ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen chillen gehen.